Porta 2017 entsteht hier jetzt gerade. Es ist Donnerstag. In gut 24 Stunden sieht das hier nochmal ganz anders aus. Da geht's los, da startet unser Festival. Wir sind sehr gut im Zeitplan. Wir haben jetzt schon 50 Helfer, die seit über einer Woche hier auf dem Platz arbeiten, fast Tag und Nacht arbeiten. Man sieht im Hintergrund, die Weserbühne ist schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben diesmal ein ganz anderes technisches Konzept. Die Bühne ist noch größer geworden. Ansonsten wird Porta 2017 nach den gleichen Kriterien ablaufen wie immer, wie seit 1975. Kein Eintritt. Jeder ist willkommen, der sich ein bisschen mit einbringen will, der mit uns feiern möchte. Und wir haben zwei Bühnen. Die Weserbühne, die Bahndammbühne, die diesmal auch ein bisschen anders aussehen wird. Wir haben die Psytrance Area. Wir haben die Open Stage da hinten, da können wir gleich auch mal hingehen. Und wir haben den Kinderbereich. Wir haben viele, viele nette Händler, die ein buntes Bild abliefern. Ja, und wir haben ganz, ganz viele, hoffentlich ganz, ganz viele liebe, nette Besucher hier. Jetzt sind wir im hinteren Bereich des Festivals. Dort sehen wir Akis Open Stage. Da hat Aki mit seinen Freunden eine schnuckelige Bühne aufgebaut und hat auch schon ein tolles Programm vorbereitet. Open Stage heißt, jeder, der sich berufen fühlt, kann bei ihm mal anfragen und kann sich dort einem großen Publikum präsentieren. Gleich daneben ist übrigens der Kinderbereich. Den haben wir auch wie alle Jahre wieder gut bestückt mit vielen netten Menschen, die ein kleines Kinderprogramm anbieten. Ja, wir sind so bunt und vielfältig wie jedes Jahr. Jetzt sind wir im Goa-Bereich, Psytrance Area. Das ist der einzige Bereich, der 24 Stunden läuft, also von Freitag bis Sonntagabend Nonstop-Programm für Leute, die da viel Lust haben zu tanzen, ist das genau das Richtige, ja. Jetzt sind wir an der Bahndammbühne angekommen. Auch wieder ein sehr umfangreiches, vielseitiges Programm mit Bands aus der Region, aber auch internationalen Bands aus Europa. Gleiches Konzept wie immer, auch schon sehr weit fortgeschritten. Soundcheck kann in wenigen Stunden beginnen. Ihr seid also alle herzlich eingeladen. 4. bis 6. August, Freitag bis Sonntag, 3 Tage, tolles Programm für alle Altersgruppen bieten wir irgendwas. Kommt nach Porta Westfalica zum Umsonst und Draußen Festival 2017. Das Wetter soll ganz gut werden.